Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur, hier in dem Fall von so einem Funktionsgenerator vom Typ MX2020 von Voltkraft. Es ist ein sehr altes Gerät und ich hatte jetzt erstmal gar keine Lust dazu, das zu reparieren, weil ich andere Dinge natürlich zu tun habe. Was ich aber schon festgestellt habe, ist, dass hier an diesem Ausgang nichts rauskommt. Also ich kann hier die Amplitude hochdrehen und es kommt nichts raus. Ich habe jetzt einfach mal den Gehäusedeckel abgemacht und habe aber hier schon was gesehen. Nämlich hier, da sind zwei verschmorte Widerstände. Und auch hier auf der anderen Seite, da wo der Transistor ist, da ist auch noch ein verschmorter Widerstand. Dort, ich hoffe, dass man das sehen kann. Also da an dem schwarzen Kabel, da. Und ich werde jetzt versuchen erstmal rauszufinden, was es für Widerstände sind, welche Werte die haben. Dann tausche ich die einfach mal aus und gucke einfach, ob das Gerät geht. Der Aufbau ist hier sehr komplex. Also das sind alles ICs letztendlich mit speziellen Funktionen, irgendwelche digitalen oder analogen ICs, was auch immer. Also kein Controller, hier ist ein LS125. Und das Einzige, was hier ein bisschen komplexer ist, ist hier dieser ICM 7217. Das ist das IC zur Ansteuerung hier der 7-Segment-Anzeige hier vorne. Und jetzt werde ich einfach mal versuchen, das Ding hier wieder in Gang zu kriegen. Also wie gesagt, hier die Sachen austauschen, die Widerstände. Bei diesen Geräten ist es so, die gehen kaputt. Weil die Ausgänge hier, also in dem Fall der 50 Ohm Ausgang, der ist nicht kurzschlussfest. Also beim Funktionsgenerator darauf achten, den nicht kurzschließen. Die sind nicht kurzschlussfest und dann raucht irgendwie ein Teil der Endstufe auf oder eben hier diese Widerstände gehen kaputt. Gut, also ich werde den Versuch einfach mal unternehmen und dann schauen wir mal weiter. Die Hauptplatine habe ich jetzt hier entnommen, wie man sieht. Das ist jetzt hier also leer. Hier unten ist nur die Platine mit den vielen Potis drauf. Ein paar Steckverbinder. Dann ist hier hinten noch der Netztrafo. Stromanschluss natürlich. Und hier ist also dieses Mainboard sozusagen. Ja, hier mit den vielen Schaltern. Typischerweise ja so 80er Jahre muss das Gerät irgendwie sein. Und ich habe jetzt gesehen, von den ICs sind viele Operationsverstärker hier drauf. Ein paar Digitalsachen sind drauf. Und wie gesagt, jetzt werde ich hier mal diese drei Widerstände, die man hier sieht, also die beiden und der da, den werde ich mal austauschen, beziehungsweise erstmal überlegen und gucken. Vielleicht finde ich Schaltpläne, wo man sieht, wie groß die Werte sein müssen. Bei dem Widerstand hier an dem Transistor, also bei diesem kleineren Widerstand, habe ich einen Foto einfach mal gemacht und das ist also auch ein 22 Ohm. Also dieser Widerstand ist auch ein 22 Ohm, genauso wie der. Man kann es gerade so an den Ringen erkennen, rot, rot. Und dann ist das hier ja eigentlich schwarz. Und wenn man es im Stromlaufplan, den ich mal so grob erstellt habe, mit den Endstufentransistoren vergleicht, dann ist es durchaus korrekt. Also das ist ein 22 Ohm, das heißt, ich werde diesen Widerstand mal nachmessen zum einen, natürlich auslöten und dann mal gegen 22 Ohm auch austauschen. Ich habe den Widerstand hier mal ausgelötet und habe den mal nachgemessen. Im Moment ist er bei 14 Ohm. Es kann also durchaus sein, dass er durch die Hitze jetzt so stark gesunken ist. Also ich werde jetzt einfach mal an dieser Stelle wieder einen 22 Ohm einlöten. Den 22 Ohm Widerstand habe ich hier wieder eingelötet, wie man sieht. Und was ich auch noch herausgefunden habe, ist, dass hier der linke Transistor der 2N2905 defekt ist. Also die beiden Transistoren hier, die man hier sieht mit den beiden Kühlkörpern, sind Endstufentransistoren. Die werden praktisch über Schalter verbunden dann mit dem Ausgang. Das heißt, ja, durch den Kurzschluss ist einer von den beiden eben kaputt gegangen. Das heißt, ich werde jetzt den 2N2905 austauschen. Ich habe Gott sei Dank noch einen Ersatztypen da, sodass der dann auch passen müsste. Den Transistor habe ich jetzt hier ausgetauscht, wie man sieht. Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Problem, nämlich hier das Problem mit den beiden Widerständen, die ja auch aufgeraucht sind. Ich habe die beide mal ausgelötet, die sind parallel geschaltet und habe die mal genau ausgemessen. Also hier liegen die.
Und einer von denen hat genau 99,99 Ohm. Und ich nehme mal an, dass der andere auch dann 100 Ohm hat. Parallel geschaltet heißt es, dass sie dann 50 Ohm haben. Das wären dann die Ausgangswiderstände für den 50 Ohm Ausgang. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal den Versuch unternehmen, hier nochmal 200 Ohm Widerstände einzulöten, neue. Und ich werde dann das Gerät einfach mal wieder zusammenbauen und gucken, ob es funktioniert. Wenn es geht, habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann lasse ich es auch so. Ich habe jetzt hier die 200 Ohm Widerstände da eingelötet. Aber wenn ich jetzt aufs Oszilloskop gucke, dann kommt da nicht wirklich was raus. Also die Spannung, die rauskommt, die ist sehr klein. Und auch soll jetzt eigentlich ein Sinus sein, ist es auch nicht. Da ist also noch irgendwo anders ein Fehler. Und ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde hier auf dem Board mal gucken, wo überhaupt der Sinus, das Dreieck und das Rechtecksignal erzeugt werden und werde das Signal mal verfolgen. Das wird also noch eine Weile dauern, bis man es hier rausfindet. Ich habe auch leider keinen Schaltplan gefunden im Netz. Also keinerlei Informationen und das macht die Sache natürlich nicht gerade einfach. Ich habe jetzt rausgefunden an zwei Stellen, da wo ich gerade dran bin mit dem Tastkopf an diesem Widerstand, da wird jetzt hier so ein Dreiecksignal erzeugt, das ist auch relativ groß. Also ungefähr 3,2 Volt Spitze, Spitze. Und wenn ich jetzt hier mal umstecke den Tastkopf an diesen Widerstand dort und ich hier vorne umschalte auf Sinussignal, dann sieht man hier an diesem Punkt wird also tatsächlich auch das Sinussignal erzeugt. Das heißt, die Signalerzeugung ist offenbar okay. Und jetzt muss ich eben hier gucken, wo das Signal weitergeleitet wird, denn es muss ja zur Endstufe hier irgendwie kommen. Hier vor sind auch nochmal drei Transistoren, die werde ich mir auch nochmal genauer angucken, wo die überhaupt dran sind. Und werde von diesem ganzen Bereich mal so eine Art Schaltplan erstellen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen viel, was da drauf ist, aber ich will es trotzdem probieren, um zu gucken, wo der Fehler ist. Also da muss irgendwo ein Fehler sein. Und den will ich natürlich jetzt rausfinden. Ich hatte jetzt das Glück gehabt, dass ich nun doch keinen Stromlaufplan erstellen muss, denn ich habe in einem Forum nachgefragt und da hat also tatsächlich einer noch Unterlagen von dem Gerät gehabt und hat mir auch die dann zugesandt. Und ich habe jetzt hier mal den Ausschnitt ausgedruckt, um was es geht. Also hier sind die Endstufentransistoren und hier sind diese anderen drei Transistoren. Das sind also die hier auf dem Board, diese hier. Also hier sind die Endstufentransistoren und diese drei Transistoren sind die hier, die beiden und der. Und das erleichtert natürlich die Sache, denn man erkennt hier schon an der Schaltung letztendlich, was es ist. Auf der linken Seite ist hier ein sogenannter Differenzverstärker zu erkennen. Und zwar sieht man es daran, dass die beiden Transistoren, die hier sind, einen gemeinsamen Emitterwiderstand haben. Dann haben wir oben links hier den Eingang. Also hier kommt das Eingangssignal an. Dort steht auch Amp Generator. Also das heißt, da wird das Eingangssignal zugeführt. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Gegentaktendstufe im AB-Betrieb. Und hier sieht man auch die beiden 22 Ohm Widerstände, wobei ja einer da schon durchgeschmort war. Ich hatte ja den hier ausgetauscht, hier an der Stelle, jetzt da, wo der Schraubenzieher gerade hinzeigt, dort, da habe ich ja den ausgetauscht. Und was man hier in dem Stromlaufplan auch noch sieht, sind an dem Schalter hier die beiden 100 Ohm Widerstände. Also da hatte ich auch recht. Die sind also hier am Schalter dran. Und wenn der Schalter in dieser Position hier ist, dann sieht man hier, ich mache das nochmal größer hier so, dass das Signal hier rausgeht über den Schalter, über die 50 Ohm, also 2 mal 100 parallel sind 50 Ohm. Und dann geht es hier sozusagen auch raus, wirklich an die Ausgangsbuchse. Ich habe jetzt eine gute Möglichkeit natürlich zu messen. Das heißt, ich werde hier gucken, ob das Eingangssignal hier unverfälscht ankommt und werde dann Schritt für Schritt weiter messen, wo das ein Signal nicht mehr dem Original sozusagen entspricht und kann danach entscheiden, welches Bauteil noch getauscht werden muss.
Die erste Messung, die ich hier durchführe, ist eine reine Gleichspannungsmessung, denn ich will sicher gehen, dass hier die 15 Volt und die minus 15 Volt und auch die minus 21 Volt und plus 21 Volt vorhanden sind, nicht dass da irgendwo der Fehler ist. Ich habe deswegen hier schon mal das Multimeter angeschlossen, auf der einen Seite hier an Ground, und ich habe auch schon mal ausfindig gemacht, wo man hier die Spannung messen kann. Also an den Kollektoren hier von den beiden Transistoren. Da ist ja einmal 21 Volt und an dem Kollektor ist minus 21 Volt. Also müsste ich hier eine von den beiden Spannungen sehen. Also man sieht hier minus 24 Volt. An dem anderen habe ich 24 Volt. Das stimmt also. Bei den plus und minus 15 Volt, da muss ich hier an diesen einen Widerstand gehen, an den hier. Das ist der, also man sieht hier minus 14,7 Volt, also 15 Volt. An dem Widerstand bin ich jetzt hier unten gerade dran, an dem 7,5 Kiloohm, der hier. Und die plus 15 Volt hier, die bekomme ich am Emitter von diesem Transistor. Und der Emitter, also der Transistor, das ist der hier. Und der Emitter ist hier auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt hier rangehe, dann habe ich also hier meine 15 Volt. Das heißt, die Spannungsversorgung ist erstmal okay. Und ich werde jetzt die Wechselspannungsmessung durchführen mit dem Oszilloskop. Die erste Messung, die ich hier mit dem Oszilloskop durchführen werde, ist natürlich die, dass ich gucke, ob hier das Eingangssignal ankommt, und werde an dem Kollektor auch nochmal messen von dem Q9, weil das Signal wird ja dann hier weitergeleitet. Also als erstes an der Basis von dem Q9, dann am Kollektor, und dann entscheide ich, was ich da mache, falls das nicht stimmt. Also ich messe jetzt erstmal an der Basis hier von dem Q9. Man sieht also hier ganz gut das Dreieck schon. Rechteck funktioniert auch. Der Sinus funktioniert auch. Jetzt messe ich mal an dem Kollektor. Das müsste hier sein. Ah ja, da sieht man jetzt schon, das Signal ist stark verfälscht. Also es geht hier irgendwie nicht runter. Und das heißt, da stimmt was nicht, was danach kommt, oder der Transistor hat ein Problem. Also jetzt mache ich Folgendes. Also an der Stelle geht das Signal nicht vernünftig weiter. Entweder kann ich den tauschen oder den. Ich werde einfach erstmal den tauschen, mal gucken, was passiert, und danach den. Ja, und sehe dann weiter, ob da vielleicht doch noch woanders ein Fehler auch ist. Also ich habe jetzt den ersten Transistor getauscht, den Q9. Basis ist nach wie vor okay, aber der Emitter ist nach wie vor schlecht. Das heißt, ich werde jetzt hier den Q10 einfach tauschen. Ich habe jetzt hier den Q10 getauscht, und zwar, das ist ein PNP-Transistor, da habe ich jetzt einen BC557 drin. Und jetzt messe ich nochmal die Basis von dem ersten Transistor, der sollte sich ja nicht verändert haben. Also das ist die Basis, also ein gutes Sinussignal. Dann der Kollektor, das müsste der sein. Ah ja, da sieht man schon eine Änderung, nämlich so ein Signal, relativ klein. Ah ja, interessant. Und wenn das der Fall ist, dann kann man mal gleich mal die Ausgangsspannung messen, ob die sich geändert hat, also ob die jetzt okay ist. Ich habe mal jetzt mal direkt am Ausgang. Ah ja, man sieht, es ist schon ganz gut, sieht ganz gut aus. Ja, okay. Also ich bin jetzt am Ausgang hier dran mit dem Tastkopf hier. Ja, bin ich dran, sieht man hier unten links. Und Sinus ist eingestellt. 10 kHz ungefähr, Rechteck, Dreieck, so Amplitude, also Frequenz erstmal hier, Amplitude kann ich auch runterdrehen und wieder hochdrehen, ja, sieht erstmal richtig gut aus, Offset kann ich einstellen, ja, man sieht, er geht hier auch in die Übersteuerung sozusagen, ich habe jetzt auf AC getriggert, deswegen sieht man das nicht, ich werde jetzt nochmal umstellen, Kanal 1 auf DC, so, wenn ich jetzt hier den Offset ziehe, Quatsch, das war jetzt die Amplitude. Erstmal hier die Amplitude. Und wenn man jetzt den Offset einstellt, sieht man, ich kann hier den Offset einstellen. Funktioniert alles. Ja, dann würde ich sagen, ist das Gerät damit erstmal repariert. Gut. Ja, bei so einer Reparatur ist es so, dass man eben ein bisschen Glück haben muss. Man muss vor allem Unterlagen irgendwie finden. Das ist ganz wichtig, sonst
hätte ich hier ja, sehr schwer nur was messen können, beziehungsweise ich hätte mir mit großem Aufwand den Stromaufplan erstmal selber erstellen müssen. Und dann geht man eben Schritt für Schritt durch, guckt erstmal überhaupt, was nicht geht. Und dann fängt man mit der Spannungsversorgung an, ob die okay ist. Und dann geht man meinetwegen die Signale durch und guckt, ob da dann irgendwas komisch aussieht und tauscht dann gegebenenfalls noch Bauteile. Ja, das war es hier zu dieser Reparatur mal wieder und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.